Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic the Hedgehog 3 Knuckles hier bei Crush 40 Freak 89. Wir begeben uns nun in die Außenhülle des Death Egg. Der Death Egg Zone. Okay, wollte gerade sagen, ich habe jetzt kurz darauf geachtet, ob ich jetzt aufnehme. So. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's richtig spannend, weil... Jetzt nähern wir uns langsam dem Finale von Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles, zumindest in der Sonic Story. Oh Mann. Da komme ich nicht mehr rauf. Wir können jetzt die Richtung bestimmen hier. Ich habe jetzt mal ganz für rechts entschieden. Und hier ist ein ziemliches Schwerkraftchaos angesagt. Möchte man meinen. Und ich habe wieder keine Ringe, das ist doch nicht wahr. Mit dieser Säcke. Ach. Mann, also wenn man da kopfüber steht, dann ist es ein bisschen schwierig da zu steuern, wenn man nicht weiß, wo man jetzt lang muss, genau. Was haben wir so? Man muss einfach nur aufpassen, dass man die nicht, dass man hier nicht in irgendwelche unfairen Finnisse gerät, das würde ich sagen. Ja, und jetzt mal in Sachen Charaktere bei, künftigen Spielen. Ich meine, was habt ihr eigentlich für Vorstellungen vom neuen Super Smash Bros.? Das kommt ja auch demnächst mal, das wird natürlich auch, direkt zum Release Let's Played. Angeblich für 3DS und Wii U soll es rauskommen, aber was jetzt hat eigentlich die 3DS-Version für konkrete Unterschiede? Was soll da jetzt bitteschön sein? Weil ich möchte eigentlich nur bei der Wii U-Version bleiben, die wird auf jeden Fall jetzt played. Weil ich möchte mal wissen... Hm? Ist auch schon wieder 3DS? Das gibt's aber nicht. Bei neuen Super Smash Bros., das klingt auf jeden Fall ganz interessant. Oh Mann. Oh Mann, das kann wieder ein Fail werden. Nee. Gerade noch gerettet. Das klingt ja schon wirklich interessant, weil wieder... Was für so Charaktere sollte man da wieder einbauen können, so viel Neues? Das könnte ein Fail werden. Okay, ich habe es gerade noch retten können. Ich hoffe aber, ich bekomme noch dazwischen Ringer. Ja, 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 ja. Ist klar. Super, dann verliere ich sie auch schon wieder. Warum auch nicht? Und da war es auch schon passiert. Ich wollte eigentlich noch diesen Dasher machen, aber das geht nicht. So. Was würdet ihr euch auch noch beim Super Smash Bros. Für neue Charaktere wünschen? Ich würde auf jeden Fall mehr Sonic-Charaktere bevorzugen. Boah, das ist aber jetzt echt assi hier. Mann. Boah, weil man nicht weiß, wie die Raketen hier abgeschossen werden, ohne Ringe hier durchzukommen. Das ist ja assi. So, aber jetzt. Jetzt geht's. Ich habe Ringe und das müsste glatt gehen. Was würdet ihr denn für neue Sonic-Charaktere zum Beispiel bevorzugen? Wenn jetzt Sonic zum Beispiel jetzt auch, wird garantiert bei Super Smash Bros. Dabei sein, sie werden wahrscheinlich auch wieder mehr von Sonic einbauen wollen. Würde ich mir mal, könnte ich mir mal vorstellen. Ich würde es mir auf jeden Fall vorstellen. Ich würde sogar feiern, wenn das der Fall wäre. Nee, ernsthaft. Ich hoffe, dass das, dass das der Publisher auch berücksichtigen wird. Ich weiß ja nicht, wer, dass es auch Sega berücksichtigen wird, weil, der Publisher von Super Smash Bros. War eigentlich immer Nintendo, aber jetzt wird es ja, wie ich ja vielleicht schon erwähnt habe, wer soll es jetzt angeblich ein anderer werden? Also Bandai, also Namco, wollte ich sagen. Namco soll jetzt angeblich, die Publisher von Super Smash Bros. Werden. Das würde mich aber jetzt wirklich verwundern. Weil normalerweise, weil die meisten Charaktere sind als Nintendo-Charaktere. Deshalb müsste dann eigentlich die Rechte weiterhin bei Nintendo liegen bei diesem Spiel. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt geregelt ist, aber wir werden schon sehen, wenn es erstmal rauskommt. Kann er sich alles immer mit der Zeit ändern? Man weiß nie. Aber ich würde auf jeden Fall mich schon auf das neue Super Smash Bros. Freuen. Wird auf jeden Fall episch. Oh Mann, ja, ich glaube, diesmal brauche ich das auch, weil sonst geht's nicht, sonst komme ich nicht weiter voran. Ja, weil ich glaube, da würde ich sonst nur abstürzen in den Tod. Ich glaube, wir kommen dann bald zum Boss. Das war auch echt unfair von diesen Lappen hier. Ja, fest steht jedenfalls, dass sie auf jeden Fall noch ein paar Mario-Charaktere zusätzlich einbauen. Neue Sonic-Charaktere und vielleicht auch an aus dem Nintendo-Universum wäre es Neues. Neue Pokémon oder was auch immer. Immer irgendwas Neues, vielleicht sogar auch Gastcharaktere. Capcom zum Beispiel. Geplant ist ja eigentlich auch Mega Man für Capcom oder so. Wir werden sehen, wie das noch kommen wird. Könnt ihr mir gerne in den Comments mitteilen, was ihr noch alles sehen wollt. Jetzt noch für Charaktere, Charakterwünsche habt.
Oder, naja, das würde nicht, würde ja in die Kombileiste nicht direkt reinpassen, weil ihr wahrscheinlich dann einen Haufen wollt, mindestens 100 oder was auch immer. Ja, ich denke, das wird auch ein bisschen zu viel werden. Vor allem muss man ja die Anzahl auch berücksichtigen, weil das ja ein das hat auch bestimmtes Maximum. Aber ich denke, die werden sich schon was Gutes einfallen lassen, was uns auch begeistern kann. Ich bin schon mal gespannt, vor allem auch Sonic the Lost Worlds. Bisher weiß ich auch noch nichts darüber Neues, zumindest zum Zeitpunkt meiner aktuellen Aufnahme, weil das hier nämlich, ja, habe ich ja schon vor längerer Zeit, beziehungsweise schon vor längerer Zeit aufgenommen. Diese blöde Plattform, die sich ständig hin und her bewegen muss, stört mich total. Kann ich die Rakete beim Ducken einfach ausweichen? Nee, es geht nicht. So blöd geregelt, ey. Oh, gut, das Test wieder drauf landen. Wenn jemand alleine wäre, dann könnte man da in Ruhe durchkommen, weil da ist man nicht davon abhängig, dass wenn jemand springt, dass es wieder sofort zurückgeht, diese blöde Plattform. Checkpoint, ich liebe dich. Jawohl. Und nun rein. Gut. Ja, ich meine, Sonic the Lost World, da habe ich bisher das einzige Bild ja gesehen, dass Sonic und Tails mit dem Tornado auf eine Welt zufliegen, die irgendwie so aussieht wie die Digi-Welt, ja, weil es so richtig pixelig aussieht, diese ganzen Länder. Das sieht echt komisch aus. Ich möchte mal zu gerne wissen, was das jetzt damit auf sich hat. Was ist jetzt die Story von dem Spiel? Was ist jetzt da angesagt? Und wer wird dieses Mal alles spielbar sein? Ich hoffe nicht wieder bloß Sonic. Das wäre mit der Zeit etwas lame, dass auch mal die anderen Charaktere wieder ran dürfen, wie Amy, Knuckles, Tails, Cream und so weiter. Dass die auch wieder ihren großen Auftritt feiern. Ach, der Mann, die Ringe. Habe ich die Ringe überhaupt eingesammelt? Ich glaube nicht. So. Nach oben bitte. Aufwärts. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob ich die Ringe eingesammelt habe, aber jetzt habe ich sie garantiert. Ja, ich muss mir auch mal überlegen, wie das noch aussehen wird. Aber ich bin voller Zuversicht, das wird auch ein geiles Spiel. So. Jetzt kommen wir zum Robotnik-Boss. Hier geht es darum, dass wir dieses Ding hier, bei diesem Ding hier können wir nicht dran. Die Schilde, die versperren uns ständig den Weg. Wir müssen sozusagen diese Stachelkugeln hier auf ihn rüber schicken. Dazu arbeiten wir entweder mit der Schwerkraft oder dass wir mit einem Spin-Dash dieses Ding auf ihn runterstürzen lassen. Aber mit der Stachelseite. Na, das geht doch mit einem Spin-Dash. Wieso geht das nicht? Ach so, genau, das kann man auch so springen lassen auf ihn. Aber nur, wenn von oben ging das. So. Lass mal das Ding runter. Nee, das geht so nicht. Oh Mann, das war... Ach, jetzt komm, lass mich da zum Teleporter. Oh Mann. Ich glaube, da... Er wollte gerade sagen, wie soll denn das jetzt weitergehen da? Aber wir haben hier eh wieder einen schönen Treffer zufügen können. Und auch so, glaube ich, müssen wir einen Treffer zufügen... Ja, so geht's doch auch. Muss einfach nur das Ding im richtigen Moment umdrehen. Ach Mann, jetzt lass mich doch. Verdammt, ich will nicht mit zu wenig Ringen das beenden, weil sonst können wir den finalen Bosskampf da nicht... Oh Mann. Den semifinalen Boss nicht mit genügend Ringen bestreiten. So, jetzt komm. Das triffst du auch. Jawohl. Jawohl, immer wieder feste Trophäe auf ihn. Dann haben wir ihn schon fast. Da nicht mehr viel. Ja, ich glaube, wir haben wieder noch einen Treffer zuführen können, oder? Ja! Das wär's! Das Ding ist da auch noch. Wir haben nur noch einen einzigen Ring. Das dürfte ziemlich schwierig werden. Weil ab jetzt, wenn wir gegen diesen Boss antreten, dann haben wir keine Ringe zur Verfügung. Das heißt also, wir müssen es schaffen, hier möglichst ohne Treffer durchzukommen. Er wird schwierig. Oh Mann. Okay. Und ist ja auch die Zeit fast vorbei. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber eigentlich, diese Anfangsphase ist sehr easy. Man muss einfach nur seinen Finger da erwischen. In Spin-Dash können wir die ganz leicht abwehren. So können wir seine ganzen Finger loswerden. Bis das alle seine Finger down sind. Müssen wir einfach nur weitermachen damit. So. Und schon haben wir... nur noch zwei Finger, je ein Finger an beiden Händen, nur noch ein Finger. Und dann kommt das große... Ja. Jetzt müssen wir nämlich jetzt müssen wir auf seine Nase springen, weil jetzt kommt er nämlich von der Seite. Müssen gleichzeitig durch ein Scrolling-Level da durchkämpfen. Seine Nase damit erwischen und
dieses Ding hier attackieren. Und dabei seinen Strahl ausweichen, den er vom Master Emerald entsendet. Oh nein! Muss der Ring denn ausgerechnet da lang fliegen? Verdammt, das wird ein Fail. Okay, ich habe einen richtigen Moment. Okay, boah, Vorsicht vor dem Feuer. So, gleich haben wir ihn. Und Jump! Jawoll! Das war gut. So, jetzt aufpassen aufs Feuer. Ja. Ja, wir haben ihn! Nein, noch nicht ganz. Wir müssen jetzt nur noch verfolgen die ganze Zeit. Jetzt will er sich natürlich mit dem Master Emerald verpieseln in seiner Kapsel. Aber wir müssen ihn die ganze Zeit verfolgen und dabei dürfen wir nicht so schnell zu sehr aufhalten lassen, weil die Plattform stürzt jetzt unter uns ein. Schneller! So. Oh Mann. Ja, gut gemacht, Tails. Okay. Oh, 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 das dürfte knapp werden. Wir müssen immer wieder erwischen. Aber das schaffen wir. Oh Mann. So. Oh, jetzt. Bam. Gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Jawoll! So. Gut, dass wir nicht abgestürzt sind. Und jetzt geht's los, liebe Leute. Die Doomsday Zone! Jetzt müssen wir uns zu Robotnik hinkämpfen. Unterwegs möglichst viele Ringe sammeln. Und jetzt gilt es folgendes zu tun gegen den Boss. Zuerst mal die ganzen Raketen hier ausweichen und uns möglichst nach vorne kämpfen und so viele Ringe wie möglich dazwischen einsammeln. So, ein bisschen schnell werden und aufpassen auf seine ganzen Raketen. Die tun uns natürlich nichts, aber die halten uns nur unnötig auf. So. Oh, ja, wie ich es gesagt habe. Ich muss endlich mal ein paar Ringe dazwischen bekommen. Möglichst viele Ringe einsammeln, dann packen wir das auch. So, gleich müsste ich bei ihnen sein. So, immer in Verfolgung bleiben. Weil wenn die Ringe ausgehen, wissen wir ja, dann ist er tot. Kennen wir auch von Sonic Rush, dem finalen Boss. Oder Sonic Rush Adventure. Ist auch klar. Oder bei Sonic Generations auch dasselbe Prinzip. Wird auch in Sonic Colors wieder vertreten sein auf den DS. Aber das Let's Play ich nicht, habe ich ja schon erzählt. So, jetzt müssen wir einfach die Raketen, die jetzt davon schießt, auf seinen Kopf lenken. Hier schon mal der erste Treffer. So, immer auf seinen Kopf lenken, die Raketen. Jawohl, alle drei. So, jetzt schießt er den nächsten ab. Immer auf seinen Kopf. Oh je, das war ein Fail. Aber egal. Ach man, die Ringe sind aber jetzt ganz schön knapp bemessen. Ich muss mich auf jeden Fall dabei beeilen. So, der erste Treffer war geschenkt. Jetzt noch diese beiden vielleicht und dann ist er vielleicht schon down. Ich weiß es nicht. So. Ja, das war's schon. So, jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt müssen wir ihn die ganze Zeit über verfolgen und ihn dabei möglichst viel attackieren. So, komm jetzt. Schneller. Die Ringe gehen mir nämlich schon bald aus. Shit, ey. Mach mal hinne. Oh Mann, ich glaube, das wird ein Fail. Das wird ein Fail. Ah, zum Glück gibt es noch Ringe dazwischen. So. Immer dazwischen angreifen. Vielleicht noch... Ach Mann, das ist aber jetzt echt scheiße. Nein! Nein! Das ist so beschissen, wenn man da nicht genug Ringe dazwischen einsammelt. Oh Mann, ey, das war Fail. Was für ein Scheiß-Fail, weil da waren eh dazwischen noch Ringe gewesen. Aber das war ganz easy, wie ich ihn jetzt absolvieren konnte am Anfang. Naja. Was soll's? Ich habe noch so viele Leben und Continuous habe ich auch noch zusätzlich und ich habe auch noch Speicherfunktion. Es war halt jetzt ein kleiner Anfangsfehler von mir, dass ich jetzt nicht schnell genug gewesen bin. Vor dem, dass ich zu viele Ringe verpasst habe dazwischen, aber das ändere ich jetzt. So, jetzt muss ich aber schneller vorankommen, dass ich ihn noch einholen kann. So. Immer dazwischen den Raketen durch. Ja, das war wieder blöd von mir. Jetzt komm! Die Ringe möchte ich aber auch noch dazwischen erwischen. Oh, das ist besonders ein schöner Haufen gewesen. Ja, diesmal sieht es vielleicht schon ein bisschen besser aus. Die Meteoriten können uns hier mal. So, jetzt aber schneller. Mit Full Speed da durchdashen. Sicher gleich haben wir ihn. So, jetzt müssen wir ihn haben. Da ist er schon. Okay, dann schieß mal deine Raketen los. Oh ne, keiner hat getroffen. Egal. Dann eben... Oh ja, das ist ja... Ist klar. Das war jetzt echt fair, oder was? Schießt er noch einer ab? Nee. Schnell. Bam. Hier noch einer. Bam. Jawohl.
So, aber jetzt. Komm. Gib dir selbst eine. Deine Raketen. Rocket Power. Jawohl. So. Der nächste Treffer. Versenkt. Aber ich finde das schon episch, wie Sonic da aussieht. Aber dieses Maschinengewehr, das stört mich, behindert mich auch noch zusätzlich. So. Ach, komm. Triff dich mit. Jawohl. Und diesmal habe ich mehr Ringe. Das dürfte sich diesmal ausgehen. Diesmal packe ich es, Leute. Also komm, Iggy. Robotnik, ich warte. Jetzt müssen wir natürlich hinterherjagen die ganze Zeit und ihn dabei immer wieder attackieren. Dabei werden wir auch leider zurückgeworfen, aber anders geht es natürlich nicht. Weil wir rammen ihn zwar, aber dabei laden wir selbst auch ein bisschen Schaden. Bam. Immer wieder feste Druff. Und noch ein schöner Treffer. Gleich haben wir ihn down. Wie viele Treffer er braucht, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, dieser Roboter kommt euch auch bekannt vor. Das ist ja, glaube ich, sogar derselbe aus Sonic 2, der finale Boss. Derjenige, der mein Game Over verbracht. Das wirst du jetzt büßen. Wir haben ihn, Leute. Das war's. Leute, das war's. Das war die Sonic Story mit Sonic von Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles. Boah. Und jetzt sehen wir natürlich das gute Ende, da wir natürlich alle Emeralds haben. Weil beim schlechten Ende würde nämlich die, der wäre erstens die dummste Story nicht vorhanden. Gibt's ohnehin bei der Tails-Story nicht, also wenn man Tails alleine spielt. Und zweitens wäre, die Insel abgestürzt. Sozusagen der Master Emerald wäre trotzdem verloren geblieben. Hier seht ihr sie gerade, die Insel des Himmels, die abgestürzt ist, aber jetzt kommen Sonic und Tails mit dem Master Emerald und bringen seinen angestammten Platz wieder zurück. Ich weiß ja nicht, ob es die Sequenz auch in Sonic und Knuckles gab. Ich denke schon, dass es so war. Oder vielleicht ist es nur bei Sonic und 3 und Knuckles exklusiv. Ich weiß es nicht mehr, leider. Weil die dummste Saison gibt es ohnehin in Sonic und Knuckles, wenn man alle Chaos Emeralds hat. Aber das war doch mal ein episches Finale, oder? Zumindest bei der Sonic Story. Es kommt ja dann auch noch die Knuckles-Story, aber da werde ich erstmal offscreen alle Emeralds sammeln. Und wenn das geschehen ist, ich werde natürlich das so schnell wie möglich erledigen, dann kommt auf jeden Fall noch die Knuckles-Story. Ich werde das natürlich noch fertig bringen, bevor ich den letzten Part von, bevor ich diesen Part hier hochgeladen habe. So. Das wär's. Damit hätten wir mal die Sonic-Story durch. Die ganzen Möwen und Delfine winken uns noch zu und bedanken sich für unsere Hilfe. Natürlich hat sich auch Knuckles bedankt. Ich meine, er ist auch irgendwie selbst schuld daran, dass er einfach jetzt, er ist einfach so blöd, dass er immer auf Robotniks bzw. Eggmans Tricks hereinfällt. Das war auch seine eigenen Fehler, deshalb ist es auch passiert, die Sache mit dem Master Emerald. Ich meine, die Lektion hat er bis heute auch noch nicht wirklich gelernt. Bei den späteren Sonic Games, da lässt er sich auch weiterhin von den guten alten Robotnik reinlegen und dann legt er sich dann immer wieder mit Sonic an. Aber so ist es normal. Eigentlich sind die beiden ja schon dicke Kumpels, aber auch manchmal Rivalen vom Feinsten. Also Kumpels und Rivalen gleichzeitig. Sie vertragen sich halt ganz gut, aber wenn sich mal Knuckles wieder von Eggman reinlegen lässt, dann kommt wieder ein Streit zwischen Sonic und Knuckles. Aber wenn er erstmal wieder weiß, dass der gute Robotnik mal wieder ihn reingelegt hat, dann soll sich der gute Robotnik, aka Dr. Eggman, auf einen ziemlichen Wutanfall von Knuckles gefasst machen. Oh je. Weil wenn der erstmal aggro auf ihn ist, dann fliegt der Kilometer weit weg. Ja, Leute, das war's jetzt jedenfalls. Ich werde jetzt, wie schon gesagt, offscreen jetzt die Knuckles-Story durchstarten. Und dann werden wir die Knuckles-Story natürlich ohne Emeralds sammeln, also ohne die Special Stages noch durchmachen. Also Daumen hoch, wenn euch erstmal die Sonic-Story gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part bei der Knuckles-Story dabei. Ich bedanke mich vielmals, auch
spezielles Dankeschön von den Produzierern her. Stand da irgendwo Jun Sonai oder so, weil er ist ja schließlich der Sound Director. Ich weiß nicht, ob er auch schon zu diesem Zeitpunkt schon an dem Spiel gearbeitet hat. Ich glaube, von Anfang an bei den Sonic Games war er nicht dabei, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber das war's jedenfalls, Leute. Bedanke mich fürs Gucken und sage voller Stolz auf Wiedersehen und Tschüss und bis zum nächsten Part bei der Knuckles Story. Ciao. Ja, und die melden sich noch Tails und Knuckles verabschieden. Und natürlich Sonic, was ist mit ihm? Warum ist er so ungeduldig? Kannst du es auch kaum erwarten, die Knuckles-Story zu sehen? Hm? Ja, scheint so. Okay, auf Wiedersehen und tschüss!